Wir haben noch eine kleine Eilmeldung, denn ihr kennt ja den Spruch, wenn man denkt, es geht nicht blöder, dann kommt in der Regel von irgendwo ein Söder. Da geht es jetzt allerdings nicht drum, denn dieses Mal kommt etwas noch viel Blöderes von der GdP, der Gewerkschaft der Polizei. Aber nicht nur von der, auch ein SPD-Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, also des Landesparlaments in Berlin, der hat die gleiche Schnapsidee und ich hatte mal wieder so ein kleines Déjà-vu. Denn über die gleiche Meldung haben wir uns doch vor über einem Jahr schon unterhalten. Und damals gab es dafür schon nur Hohn und Spott und eigentlich hätte besonders die GdP einsehen müssen, dass es nicht die allerintelligenteste Idee ist. Aber weit gefehlt, das haben sie anscheinend nicht mitbekommen. Unten ist der Weltzeitungsartikel verlinkt. Zuerst habe ich es heute im Radio gehört und dachte einmal mehr, ich falle vom Glauben ab. Aber worum geht's? Wir hatten uns ja nun wirklich schon dutzende Male darüber unterhalten, dass jetzt bei schönem Wetter, immer noch 24 Grad, um gleich 23 Uhr abends jetzt, wo ich das Video aufnehme, dass die Menschen da natürlich draußen zusammenkommen. Die Menschen genießen ihren Sommer, lassen sich nicht mehr einschüchtern, lassen sich keine Angst mehr einreden wegen der Zombie-Propaganda und tun das, was in meinen Augen das einzig Richtige ist, nämlich eine schöne Zeit haben. Und das tun sie logischerweise bevorzugt in Grünanlagen. Klar, das zieht traurigerweise auch einen gewissen Grad der Vermüllung nach sich. Da habe ich ja letztes Jahr schon dazu gesagt, hey Leute, geht raus in die Wälder und feiert, aber nehmt euren Scheiß wieder mit und benehmt euch vernünftig in der Natur. Ich habe ja beim Ausreiten einige Male Dutzende oder Jugendgruppen mit Dutzenden Mitgliedern, Teilnehmern gesehen, die da die Kästen Bier in den Wald auf die Lichtung getragen haben, wo sie ungestört waren vor dem Blockwappen. Also ich kann das nachvollziehen, dass die Leute feiern wollen. Ich finde es gut, dass die Leute raus wollen und sich nicht einsperren lassen. Aber klar, man sollte da die Natur im Blick haben. Und da auf dem Rückweg eine Müllkippe hinterlassen, geht natürlich gar nicht. Genau das passiert traurigerweise oft in Berlin. Aber das ist noch nicht mal der hauptausschlaggebende Grund für das, was nun gefordert wird. Man möchte nämlich die Parks bewachen. Die Parks ab einer gewissen Uhrzeit schließen, teilweise sogar einzäunen und da soll dann keiner mehr rein dürfen. Damit soll verhindert werden, dass die Bösen, zumeist Jugendlichen, gegen die Zombie-Auflagen verstoßen. So, einfach mal kurz durchdenken. Jetzt wird gefordert, dass man Öffnungszeiten für Grünanlagen ausruft. Sag mal, geht's noch? Also ich meine, da muss doch jeder von alleine drauf kommen, dass das völliger Irrsinn ist. Beispielsweise hat der Herr Tom Schreiber von der SPD in Berlin vorgeschlagen, dass in den James-Simon-Park, Museumsinsel, also ich meine öffentlicher Raum, da geht auch abends mal jemand spazieren oder joggen oder einfach nur auf der Transit nach Hause, dass da doch ein Zaun rumgezogen werden soll, um den ganzen James-Simon-Park und Flutlichtmasten aufgestellt werden sollen, damit man dann, ich weiß nicht, wie in der DDR am Grenzstreifen, vielleicht noch irgendwie so einen Hundegang rein mit Stacheldrahtzäunen, da können da die Hunde patrouillieren, für die Hartnäckigen, die nicht gehen wollen. Da soll die Polizei dann den Parkeingang kontrollieren und nur noch Leute rauslassen, aber nicht mehr rein ab 22 Uhr. Also ich frage mich langsam, in was für einem Freiluftirrenhaus man hier gelandet ist. Abgesehen davon sollte man vielleicht auch ein kleines bisschen bedenken, das kam jetzt in dem Fall von der GdP, dieser Vorstoß. Liebe GdP, man sollte vielleicht auch ein bisschen bedenken, also das mit den Flutlichtmasten hat der Herr SPDler eingeworfen, aber die GdP war offensichtlich für eine Bewachung von Grünanlagen und eine Öffnungszeit für Grünanlagen. Es gibt viele, viele Parks, auch in Berlin, viele, viele Grünflächen, die nicht eingezäunt sind. Aus gutem Grund nicht eingezäunt sind, weil da vielleicht auch um 23 Uhr mal noch jemand flanieren möchte oder so. Da frage ich mich doch, wie das funktionieren soll. Zieht man dann überall die Stacheldrahtzäune hoch? Werden dann Bauzäune aufgestellt? Werden dann die bewaffneten Grenzposten an die Parkeingänge positioniert? Könnte man am Görlitzer Park ja mal ausprobieren. Die Sache ist nur, da traut man sich ja nicht ran. Also das zeigt schon wieder diese Doppelmoral. Es ist wirklich absurd, über was wir hier reden. Aber was noch viel, viel absurder ist, ist, dass eigentlich oder dass besonders die Polizei wissen sollte, was beim Thema Prohibition in der Regel rauskommt. Wenn man den Leuten verbietet, im Park ABC zu feiern, dann gehen die Leute eben in Park DEF. Und wenn der Park auch drangsaliert wird, wenn da auch die Sturmtruppler durchmarschieren, dann machen die Leute was? Richtig, sie gehen raus aufs Land. Genau das, was sich letztes Jahr ereignet hat, als man da ebenfalls durch Parkanlagen patrouilliert ist. Patrouilliert, um Teenager dingfest zu machen und denen dann Bußgeld aufzubrummen. Die Leute haben sich trotzdem getroffen, aber dann eben im verborgenen JWD, wo in aller Regel kein Streifenwagen hinkommt. Sollte man ein bisschen im Hinterkopf behalten, denn das Einzige, was man damit bewirkt, ist noch mehr Unmut in der Bevölkerung, berechtigterweise, und dass die Jugendlichen, dass die Menschen, die feiern wollen, die gemütlich beisammensitzen wollen, dass sie sich andere Plätze suchen. Wenn man die Grünanlage sperrt, dann feiern sie halt auf dem Alexanderplatz. Will man den dann auch noch sperren? So, und was machen dann die Transitreisenden, die von der U-Bahn zur S-Bahn oder umgekehrt oder zur Tram wollen?
Die gucken in die Röhre, die brauchen bei Serien A38, um den Alex zu betreten. Also ihr merkt, es ist wirklich krank, was in diesem Land, in der Hauptstadt Berlin, gut, an anderen Städten wird man wahrscheinlich bald nachziehen mit eben jenen oder mit ähnlichen absurden Forderungen. Es ist völlig krank, was hier abgeht. So, wenn man dann alle öffentlichen Plätze gesperrt hat, dann feiern die jungen Leute eben an der Straßenecke. Sperrt man dann die Straßenecken? Oder soll es darauf hinauslaufen, dass man die Leute wieder in die Bucht sperrt? Möchte man sie gleich zu Hause ans Bett ketten, damit sie bloß nicht rausgehen können, damit sie sich bloß mit niemandem treffen können? Also totalitärer geht's kaum noch. Und das treibt wirklich Blüten, das ist wie in Schilder, das ist Schildbürgertum live. Also Verzeihung, Öffnungszeiten für Grünanlagen. Ich weiß nicht, was man da noch ernst dazu sagen soll. Es ist einfach Gaga. Warum gehen denn die jungen Leute irgendwo in den Busch raus feiern? Ja, weil sie keine Alternativen haben, weil sie seit über einem Jahr drangsaliert werden, mit immer neuen leeren Versprechungen bei Laune gehalten werden sollen. Irgendwann werden immer neue Grenzwerte eingeführt. Irgendwann dürft ihr dann vielleicht mal wieder, wenn ihr euch die Sumpfsuppe überhaupt 30 Mal reindrücken lassen. Und am Ende heißt es dann wieder vom Spanier und Co. außer Spesen nichts gewesen, neuer Grenzwert. So, die Menschen werden seit über einem Jahr nun drangsaliert, zu Hause weggesperrt, at home, gekerschert in einigen Fällen tatsächlich. Und dann wundert man sich tatsächlich, dass der ein oder andere es sich bei gutem Wetter nicht mehr gefallen lässt, dass man, wenn die Nachtclubs, wenn die Diskotheken, die Clubs geschlossen haben, logischerweise draußen irgendwo im Grün feiert, dass man dann natürlich dahin geht, wo es angenehm ist, nämlich in die Grünanlage. Also Verzeihung, wer glaubt, dass er mit einem Zaun um eine Grünanlage und Öffnungszeiten eines Parks dafür sorgen kann, dass die Menschen zu Hause festsitzen und, was weiß ich, Trübsal blasen und depressiv werden und dann Stammkunden beim Psychologen werden. Der hat sich aber geschnitten. Wie hieß es bei Jurassic Park, das Leben findet immer einen Weg. Richtig, das werden wir auch hier erleben. Denn sperrt einen Park ab, zack, findet sich ein neuer Treffpunkt. Und wenn es irgendwo JWD im Brandenburger Wald ist. Nur blöd, wenn dann in irgendeinem Waldsee mal wieder jemand ersäuft, weil man besoffen geschwommen wurde, weil keine Hilfe in der Nähe war. Das geht dann ebenfalls auf Kosten derer, die die jungen Leute aus der Stadt verdrängen wollen.